So, heute sind wir zu Gast bei Raphael Netz. Und die meisten von euch wissen es natürlich. Also Raphael heißt er schon mal nicht, er heißt hier überall nur Raffi. Und er ist hier zu Hause in Aubenhausen bei Jessica von Bredow-Werndl und Benny Werndl. Seit einigen Jahren schon, genießt es hier total. Und wir holen ihn jetzt mal aus seiner Genusswolke ein bisschen ab und machen einen kleinen Rundgang mit ihm. Jetzt erstmal, hier wohnt er, da holen wir ihn jetzt raus. So leise, ne? Oh, hast doch schon gehört. Ja, wir sind's. Überraschung. Was macht ihr denn hier? Hi. Grüße. Was machen wir denn hier? Sehr schön. So, Raffi, jetzt geht's los. Jetzt wir haben gerade gesagt, du fühlst dich hier, glaube ich, Entschuldigung, sauwohl. Kann man so sagen, ja. Und wir wollen so ein bisschen mit dir mal gucken, wo du dich hier wohlfühlst. Ja, gerne. Aubenhausen, los geht's. Kommt einfach mal mit. Lässt du deine Wohnungstür immer offen? Nein. Achso. Nur mal so. Ich meine, das ist ja schon ein Ding. Direkt hier zu wohnen, ist das manchmal auch schwer dann, oder? Jetzt ist Feierabend. Wenn man weg wohnt, ist das ja natürlich ein bisschen einfacher, wenn man nicht so... Ich finde es ehrlich gesagt super angenehm, weil du hast natürlich keine Wege. Und wenn irgendwas mit deinen Pferden ist oder du auch einfach nochmal nachschauen willst, sind wir immer direkt da. Kannst du denn abschalten abends? Oder willst du es gar nicht vielleicht? Sagst du, die Pferdegedanken nehme ich immer mit. Ja, also schlussendlich abschalten muss man natürlich. Aber ich denke ehrlich gesagt sehr viel auch übers Reiten nach, weil... Mir gehen dann oft noch Sachen durch den Kopf, wie ich was an dem Tag geritten bin oder wie ich was noch mal ausprobieren möchte. Deswegen, also abends so, wird noch mal nachpiaffiert, ja? Quasi, ja. Im Bett wird noch mal piaffiert, genau. Oh, so genau wollten wir es jetzt nicht wissen. Nein, aber also natürlich schaltet man dann schon ab, aber ich bin trotzdem mit dem Kopf eigentlich immer dabei, weil das ist einfach was, was mich beschäftigt und das passiert auch automatisch. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, okay, ich will jetzt noch mal eine Stunde übers Reiten nachdenken, sondern das passiert einfach und es kommt, die Gedanken. Sag uns doch einmal schon so ein bisschen, wo sind wir, wo laufen wir lang? Genau, wir sind jetzt hier gerade an unseren Paddocks, die wir hauptsächlich im Winter nutzen und laufen jetzt gerade in unseren Reitpark, wo unsere großen Koppeln sind. Und hier haben wir auch noch ein paar Außenboxen, wo wir noch 6 Pferde hier draußen stehen haben. Ja. Und du hast bis zu deiner Stallgasse, ja, so, da gehen wir nachher noch hin, das sind so ungefähr 20 Meter, viel mehr ist es wahrscheinlich nicht. Ungefähr, ne? Ja. Ist das ganz angenehm. Ja, das ist natürlich schon eine totale Luxusvariante. Wie viele Pferde habt ihr so ganz Pi mal Daumen insgesamt hier steht? Wir haben ziemlich genau 60 Pferde. Und wie viel hast du in deiner Obhut? Ich habe einen eigenen Stall, den mir die Familie Werndl zur Verfügung stellt. Und da habe ich 10 Boxen und die sind auch voll. Und um diese 10 Pferde kümmere ich mich. Und das sind natürlich nicht deine 10 eigenen Pferde, das sind? Werndl-Pferde. Also die Pferde, die ich reite, gehören hauptsächlich der Familie Werndl, sprich Benjamin und Jessica. Mhm. Und die bilde ich natürlich mit der Hilfe von den beiden aus, von Jung bis hoffentlich Grand Prix. Und dann gibt es... Wenn es klappt. Wenn es klappt, ja. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, dass wir Kundenpferde haben. Davon habe ich jetzt nur eins, das quasi nicht der Familie Werndl gehört. Okay, okay. So, also ich würde mal sagen, das ist jetzt hier schon ganz nah an der Idylle. Wir sind hier ja schon relativ ländlich unterwegs. Vermisst du manchmal den Großstadtflair? Ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Also ich bin noch nie so wirklich ein Stadtmensch gewesen, sondern ich habe immer eher das Ländliche, das Grüne geliebt. Und das hat man dann hier natürlich ganz und gar. Und Hammer. Ich vermisse die Stadt und das Trubel da überhaupt nicht. Also ich bin hier zu Hause und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und diese ganzen Koppeln, die wir hier so sehen, also alle gehören sie nicht zu euch, denn hier stehen schon mal Kühe drauf. Also ich wollte gerade sagen, auch Kühe? Das rechts ist ehrlich gesagt eine Kuhweide, die gehört nicht zu uns. Aber wenn man jetzt einmal den Weg runter schaut, dann sieht man schon, das sind alles unsere Koppeln und die gehen bis nach ganz unten. Und um die Koppeln herum führt unser sogenannter Reitpark. Das sind extra angelegte Reitwege, wo wir ausreiten können. Hinten ist auch eine Schwemme und ein kleines Waldstück und alles. Und das ganze Areal. Den gucken wir uns nachher auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver an. Genau. Und das ganze Areal ist eingezäunt. Das heißt, selbst wenn mal was passieren sollte, kann doch nicht so viel passieren. Also es kann keiner ganz weg. Nee, es kann nie einer weg. Das ist natürlich echt durchdacht. Ist mal ein bisschen schade für den Pfleger, der die Pferde auf die letzte Koppel bringen muss. Oder das der stimmt. Muss sich ja einen halben Tag Zeit nehmen. Aber für die Pferde machen wir das natürlich gerne. Hammer. Jetzt sieht man da hinten natürlich schon hammermäßig die Alpen. Bist du auch Skifahrer? Ja, auf jeden Fall. Also Snowboarder, nicht Ski. Oh, die liebe ich ja. Die machen immer die Spuren kaputt. Na super. Ah, macht man das denn tatsächlich hier? Ihr seid ja wahrscheinlich in einer Stunde im Skigebiet, oder? Nicht mal, 40 Minuten. Also jetzt kriege ich aber eine lange Nase. Das ist natürlich dann sehr angenehm, weil wir haben so ein bisschen was von beidem. Also wir sind in einer halben Stunde am Chiemsee, wenn wir mal kurz am Strand liegen wollen. Und wir sind in 40 Minuten am Berg, wenn wir Skifahren wollen. Okay, reicht schon. Also wir sind zwar sehr ländlich, aber wir haben dann doch eigentlich alles, was man braucht.
Aber habt ihr jetzt mal anders gesagt, ich meine, ihr reitet, ihr seid ja auch sehr viel auf Turnier, klar. Mhm. Auf wie viele Turnieren im Jahr bist du? Boah, unzählige. Ich kann es dir gar nicht sagen. Unzählige, okay. Also 52 Wochenenden, ich sage einfach mal 40 Turniere vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht kommt hin. Das heißt, du hast so viel Zeit ja nun auch nicht. Wie oft warst du letzten Winter Skifahren? Viermal. Aber doch, okay. Ja, das geht. Also das Schöne ist, wir können halt unter der Woche dann fahren. Also bei uns ist das so, wir haben, oder ich habe einen freien Tag die Woche und den kann ich mir selber einteilen. Also wenn ich jetzt von Donnerstag bis Sonntag am Turnier bin, bin ich dann Montag, Dienstag meistens im Stall und reite meine Pferde noch und dann mache ich Mittwoch frei und dann schnappe ich mir mein Board an. Geh auf den Berg. Das ist abgefahren. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen wieder den zurück. Reitpark sehen wir nachher noch. Genau. Aber jetzt gehen wir mal in deine Stallgasse. Jawohl. So, okay. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Stall. Aber hier ist ja erstmal auf dem Weg dahin noch mal so eine Art Herzstück. Ne? Was ist das hier? Genau, das hier ist, wie du schon gesagt hast, das Herzstück unserer Anlage, sage ich mal. Das hier ist unsere sogenannte Piazza. Und hier feiern wir Events und haben Feiern. Aha, Feiern. Und ja, das ist natürlich eine sehr schöne Location. Und was natürlich wunderschön ist, einmal die Woche haben wir ein Teamfrühstück. Und dann sitzen wir da alle an dem langen Tisch und frühstücken eine halbe Stunde zusammen. Einmal das ganze Team und dann sitzen wirklich 20 Leute beisammen und frühstücken. Das ist schon sehr schön. Ja. Und wie stelle ich mir das vor? Dann sagt jeder so, das war gut die Woche, das kann besser laufen. Nächste ja, Woche also steht das, ist natürlich, an. Das ist natürlich auch ein Teil. Also wir haben ein was war gut, was war schlecht, wo wir dann noch einmal die letzte Woche Revue passieren lassen. Okay. Und noch einmal dem Team sagen, hey, okay Leute, das war super. Mhm. Oder da gibt es vielleicht was wir besser machen können, weil wir wollen ja uns stetig verbessern. Und da muss man natürlich über sowas reden. Und du bist dann eher der Typ, der sagt, das war super, oder bist du der Perfektionist, der sagt, das muss noch besser? Naja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das ist ja eigentlich das, wo es beim Reiten darum geht, sich mit Sachen zufrieden zu geben, aber dann doch noch zu wissen, dass es besser geht. Aber man kann natürlich nicht alles erzwingen und es muss nicht immer alles sofort perfekt sein, aber natürlich strebt man die Perfektion an. Aber Perfektion kann man eigentlich gar nicht erlangen, weil eigentlich ist es dann im Viereck auch wie bei einem Rockkonzert, man muss es fühlen, man kann es nicht perfekt machen. Es muss einfach passieren. Mann, du bist doch immer noch nur 20, ne? Oder ich bin 20, ist da jetzt ja. irgendwie was passiert? Du redest schon so, ich hätte fast gesagt, ein bisschen weise. Weise. Ist das hier in der Zeit von Aubenhausen gekommen? Auf jeden ist schon, Fall. Es klingt ein bisschen, also man hört schon so ein bisschen die Philosophie von Jesse und Benny. Hast du dir die so impliziert oder bist du eh der Typ? Ja, also ich meine, schlussendlich muss ich sagen, ich kam ja nach Aubenhausen, als ich 17 war. Und da war ich ja einfach noch ein Kind und ich bin auch immer noch ein Kind. Aber die beiden haben mich schon unter ihre Fittiche genommen und probieren mich natürlich, ich sage einfach mal, auszubilden auch und mir alles beizubringen. Und ich bin natürlich auch sehr wissbegierig und ich frage sehr viel nach. Und schlussendlich, die beiden leben hier auch auf der Anlage. Und ich sage ja gerne, das sind nicht meine Trainer, sondern meine Mentoren. Mhm. Weil die helfen mir nicht nur im Sattel, sondern die helfen mir auch bei allem anderen. Also ich kann die beiden alles fragen und die sind wirklich als Mentoren an meiner Seite und unterstützen mich da eigentlich bei allem, wo ich Fragen habe. Aber du bist kein Kind mehr. Also das merkt man schon von deinen Gedanken her. Fühlst dich aber, glaube ich, wie so ein Schwamm. Ne? Man hat so einen Eindruck, du saugst überall, ich probiere es zumindest, ja. Ja, man muss alles aufnehmen, was man kann und dann für sich selber filtern, was man mitnimmt, was man vielleicht nicht mitnimmt oder wie man dann weiß, wie man es nicht machen will. Das gehört auch dazu. Aber immer probieren, so viel wie möglich natürlich aufzusaugen, wie du so schön gesagt hast. Ja, dann saug mal ruhig weiter. Das ist die Aufsaugstätte, hat jetzt die hier einen neuen Namen. Die Aufsaugstätte, okay. Gut, so. Dann gehen wir mal weiter, direkt an unserem Herzstück haben wir hier nämlich unsere Reithalle und den Stall von der Jessica. Da können wir vielleicht auch einmal ganz kurz reinschauen. Ja. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, leise sein. Oh, ja, ihr habt einen Trainer da, ne? Genau, der Andreas Hausberger ist gerade zur Handarbeit da. Da können wir vielleicht einmal ganz kurz reinschauen. Aber das Training wollen wir lieber nicht stören. Ey, der Kronleuchter, der ist natürlich abgefahren. Sehr stilvoll. Wir sind leise, wir stören. Sehr cool. Okay, dann hier angrenzend ist der Stall von der Jessica, wo gerade Heu gefüttert wird. Und wir probieren dann natürlich doch, dass in den Stallungen selber Ruhe Guck mal, ist. Das ist aber ein schöner Spruch. Ist das ein bisschen auch deiner? Ja, würde ich schon sagen. Aber wenn du genau hinschaust, sind hier überall so kleine Schmankerl ja, versteckt. Ein paar haben wir schon. Vielleicht gesehen. Sehen wir noch ein paar. Stammt da auch einer von dir, von den Schmankerl? Nein, nein. Ah, das kommt noch. Da sind wir schon mal drauf gespannt.
So, jetzt sehen wir hier so mehrfache Stalltrakts. Jeder hat, glaube ich, seinen eigenen, oder wie habt ihr das hier jetzt? Genau, wir haben hier drei Querställe. Jetzt laufen wir hier gerade an dem Stall von Benjamin vorbei. Der nächste ist dann mein Stall, sage ich mal. Und wir probieren, unsere Teams zu separieren. Dass wir sind zwar ein großes Team, aber dann hat doch jeder seinen eigenen Bereich. Einfach damit alles glatt abläuft und man alles im Blick hat. Und ich finde das natürlich schön, weil ich komme jetzt hier quasi in den Stall rein und alle meine Jungs, also ich sag Renn meine Jungs. Nicht weiter. Entschuldigung. Gleich, ja. Einmal ganz kurz, da oben ist noch, da wollen wir jetzt nicht überall hinlaufen. Genau. Was hast du da noch alles zu bieten? Genau, also wenn man einmal den Weg hochschaut, sieht man noch ein paar Außenboxen. Das Gebäude auf der rechten Seite, das ist noch eine 40-Meter-Halle, die wir zum Freispringen und Longieren nutzen. Ah, okay. Oben drüber haben wir noch Bürogebäude und Umkleidekabinen. Und das Gebäude auf der linken Seite, da wohnen die Eltern von Benjamin und Jessica, die Michaela und der Klaus Werndl. Und auf der hinteren Seite sind auch noch Angestelltenwohnungen. Also es ist natürlich schon echt eine Riesenidylle. Wir sind quasi unser eigenes Dorf. Ja, Dorf Aubenhausen, sehr schön. So, und jetzt, wenn ich natürlich hier in den Stall reinkomme, dann finde ich das sehr schön, weil hier stehen alle meine Jungs, sage ich mal. Das sind natürlich nicht meine eigenen Pferde, wie eben schon gesagt, aber ich habe sie natürlich super ins Herz geschlossen. Sind alles Jungs? Ja, eine Stute habe ich noch. Ah, okay. Unterm Sattel. Und wie du schon auf den hier schaust. Lupo? Hieß er Lupo? Goofy. Goofy! Ja. Wenn wir einmal in die Stallgasse schauen, jedes Pferd hat hier sein eigenes Kuscheltier und die haben alle auch so ein bisschen eine Bedeutung. Okay, also Goofy hier, der ist albern? Ja, ja. Okay. Nein, also er heißt Franziskaner und wir nennen ihn nur liebevoll Goofy. Das hat sich so etabliert. Hier habe ich ein paar alte Bilder hängen. Sehr schön. Na, jetzt sind natürlich nicht alle Pferde da. Ich wollte gerade sagen, die sind alle relativ leer, die sind auf den Weiden. Genau, die sind alle noch auf der Koppel. Also die Pferde, die jetzt gerade hier sind, die sind als erstes rausgekommen und die sind jetzt dann schon wieder drin und die anderen können noch die Sonne genießen. Hey Dior. Na, das hier ist der Dior, mit dem bin ich aktuell im U21 Bundeskader. Und das ist ein ganz tolles Pferd. Ja, das haben wir vorhin schon mal kurz gehabt. Ja, da glänzen schon ziemlich deine Augen. Was ist denn so toll? Ja, das ist einfach, also er ist erst 7, muss man dazu sagen, und er ist dieses Jahr seine erste S-Saison gelaufen. Und er hat gleich super angefangen. Im Februar ist, glaube ich, immer das erste Turnier in Bayern. Das hat er direkt mit 72,5% gewonnen. Seinen ersten St. Georg überhaupt mit 7 Jahren. Da war ich natürlich ganz schön geflasht. Und seitdem hat er mich total in seinen Bann gezogen, weil er ist einfach unheimlich lernbereit und er will es einem immer recht machen. Und er ist so ein lockeres, flockiges Pferd, sage ich mal. Also auch wenn er eine Woche Urlaub hatte, wo ich schon drauf schaue, dass meine Pferde auch mal Urlaub haben, und dann anfängt, dann ist er super locker und will direkt mitarbeiten. Und der ist einfach immer bereit und sehr lernwillig. Und ganz schön weit für sein Alter. Und ganz schön verschmust. Ganz schön verschmust. Und warum um Himmels Willen hat er jetzt einen Drachen an der Tür? Das ist kein Drachen, das ist ein Krokodil. Ach so, okay. Ja, sein Spitzname ist Schnappi. Was ist eigentlich? Schnappi. Ob das jetzt ein Kompliment ist, weiß ich nicht, aber immerhin. Es ist mit Liebe gemeint. So, jetzt reißen wir uns los und gehen zum Star genau, des Stalles. Hier steht er, der Kosti. Kosti hat einen Löwen, den sieht man jetzt leider schlecht, weil er ist der King hier im Stall und deswegen dachte ich, der Lion King passt. Der Kosti ist für mich ein ganz besonderes Pferd, weil er ist mein größter Lehrmeister. Und jeder Tag aufs Neue ist was Besonderes mit ihm. Und mit ihm zu lernen und mit ihm zusammen in den Grand Prix Sport zu wachsen, das ist schon was ganz Besonderes. Und da bin ich sehr dankbar der Familie Werndl, dass sie mir das so ermöglichen. Bisschen schüchtern ist er, aber über ihn hören wir dann ja nachher noch viel mehr von dir. Genau. So. Ja, dann gehen wir einmal weiter. Und zwar jetzt gehen wir raus aus unserem Stall. Wenn wir hier schauen, haben wir jetzt auf der linken Seite unser sogenanntes Wellness Center. Okay. Da steht unser Aquatrainer drin, da haben wir noch ein Laufband und eine Pferdewaage. Und da benutzt ihr das alles aktiv? Ja, aktiv, ganz auch aktiv. Die Pferdewaage, auch die Pferdewaage, wie oft? Also ich wiege alle meine Pferde einmal im Monat. Okay. Und da wird dann Buch geführt und dann wissen wir Bescheid, sage ich mal. Und was wiegt so ein Lacoste zum Beispiel? Der Lacoste wiegt 637 Kilo. 637. Und was ist das Idealgewicht? Ja, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil es kommt natürlich auf die Körpergröße und auch auf die Typ des Pferdes drauf an. Na, für ihn, meinte ich. Für ihn, das ist ziemlich Idealgewicht. Der Passt. Steht eigentlich gut da. Er braucht sein Kampfgewicht. Genau, jetzt hier auf der linken Seite haben wir einmal unseren großen Platz und eine Rennbahn, die ganz außen rum geht und haben wir noch viel mehr Koppeln. Aber die Rennbahn schauen wir uns ja später eh nochmal an. Ja. Das ist natürlich schon idyllisch.
Ich sag mal so, hier gibt's eigentlich alles, was das Pferde- und Reiterherz begehrt. Also es mangelt hier einem echt an nichts und das merkt man auch im Alltag. So, jetzt würde ich sagen, wir flanieren sozusagen Richtung Dressurviereck. Genau. Jetzt haben wir hier unser Viereck. Und hier sind wir ehrlich gesagt nicht so oft drauf, weil wir probieren das hier wirklich zu nutzen, um eine Turniersituation zu simulieren. Also wir reiten dann quasi oben auf dem Platz oder auf der Rennbahn ab und kommen dann hier runter und trainieren hier wirklich nur die Aufgabe und gehen dann auch wieder. Und das ist natürlich super, weil dann kann man sich echt gut auf Turniere vorbereiten. Aber ihr ladet nicht ab und zu Schulklassen ein, damit ihr auch Zuschauer habt und so weiter? Nein. War eigentlich auch mehr ein Witz. Also was wir haben, ist Aubenhausen Live und das ist dann wie ein Tag der offenen Tür. Und da verkaufen wir dann 50 Tickets und die sind auch ratzfatz ausverkauft. Und dann kann man quasi hier auf die Anlage kommen, dann gibt es hier einen Rundgang, wie wir jetzt gerade gemacht haben, und eine Show. Dann zeigen wir quasi einmal von jungen Pferden bis zum fertigen Grand Prix-Pferd, wie wir das ist. Dann spielt ihr praktisch auch ein bisschen Turnier. Ja, also wir reiten da natürlich keine Aufgabe, aber es ist natürlich auch gut, dass man den jungen Pferden dann mal so eine Atmosphäre zeigen kann, weil wenn dann da 50 Leute in der Halle sitzen, das ist dann doch noch was anderes für ein vierjähriges Pferd. Die spüren das schon. Wellness total für die Pferde, aber ihr habt auch noch einen Wellnesspunkt für die Reiter. Ja, es gibt auch noch einen Wellnesspunkt für uns, genau. Und zwar, wir haben einen eigenen kleinen Schwimmteich, der liegt jetzt hier direkt neben dem Viereck. Da ist auch ein Pavillon und ein Grill daran und ein Steg und alles. Und das ist natürlich cool, weil dann kann man im Sommer nach dem Reiten einmal als Abkühlung in den See springen. Oder wir grillen sehr oft abends zusammen im ganzen Team und haben da einfach eine schöne Zeit. Also genau so hört sich es auch an. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank, Raffi. Das war schon mal ein spannender Rundgang. Danke dir. Sehr gerne. So, jetzt sitzen wir hier auf der wunderschönen Piazza in Aubenhausen. Raffi, nochmal vielen Dank. Jetzt haben wir schon mal so einen Einblick gekriegt, wo wir hier sitzen. Hier ist dein Zuhause seit 3,5 Jahren ungefähr? Ziemlich genau 3 Jahre. Ziemlich genau 3 Jahre. Was wirklich witzig ist, finde ich jedenfalls, ist die Geschichte, wie du hergekommen bist. Die meisten mögen es vielleicht auch schon kennen. Nichtsdestotrotz für die, die es nicht kennen, weil jeder fragt sich, ich meine, das ist ja schon so ein Leckerbissen, ne? So Breiter hier in Aubenhausen, Snowboard, See, Chiemsee, Grillen, also es hat schon so eine gewisse... Macht schon Spaß hier, ja, das kann man schon sagen. Klingt gut. Wie hast du es gemacht, wie bist du hergekommen? Ja, das war ehrlich gesagt eine Aneinanderreihung von Zufällen. Also die Jessica hat mich lustigerweise auf Instagram gefunden über einen Hashtag, auf den sie geklickt hat und hat dann eins meiner Bilder gesehen. Dann ist sie auf meinen Account und hat meinen Account angeschaut und hat dann auf Clip My Horse, hat dann meine Ritte angeschaut und ja, scheint es anscheinend gefallen zu haben. Und dann wollte sie sich eigentlich nur meine E-Mail aufschreiben und hat mir dann durch Zufall eine E-Mail geschrieben, die leer war, also da war nur ein Punkt drin. Und dann 10 Minuten später hat sie mir dann halt wirklich eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht mal vorbeikommen will und ob ich mir das nicht mal anschauen will. Und dann habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin runtergefahren und es hat irgendwie direkt gepasst und ich habe mich direkt wohlgefühlt und keine 4 Wochen später war ich hier. So schnell ging's. Das ist schon eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Ich würde gerne wissen, du warst 17, du sitzt vor deinem Computer und kriegst eine E-Mail von Jessica von Bredow-Werndl, die ja auch damals definitiv keine Unbekannte mehr war. Was war denn so der erste Moment, der erste Gedanke? Die hat sich verwählt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, das war natürlich ein bisschen lustig, weil ich habe eine leere E-Mail quasi gekriegt. Also ich habe gesehen, Jessica von Bredow-Werndl. Also du hast direkt vor dem Computer gesessen und... Ja, am Handy hatte ich es. Es war keine Ahnung, irgendwie lustiges Timing. Und da war einfach eine leere E-Mail. Und ich dachte mir, okay, was, bestimmt irgendwas schiefgelaufen oder irgendwas. Und dann schaue ich halt am gleichen Abend, ich glaube 2-3 Stunden später nochmal drauf. Und dann war da halt eine E-Mail und da dachte ich mir schon, das muss ich erstmal meinen Freunden erzählen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das war natürlich schon, also ich war schon ein bisschen sprachlos, weil mit sowas denkst du ja nicht, wenn du da von deinem Pferd absteigst und hast du dann eine E-Mail von der Jessica, das ist dann schon cool. Daran denkt man nicht jeden Tag, da hast du recht. Du bist ja da noch zur Schule gegangen. Genau. Ja? Und hattest ja nicht ganz unbedingt vor, die Reiterei auch beruflich zu machen. Das war, glaube ich, noch so ein bisschen vage. Genau. Wenn du nicht hier gelandet wärst, was sagst du, was wäre passiert? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich bin heilfroh, dass ich hier gelandet bin, weil ich könnte die Frage jetzt so nicht beantworten. Also ich war in den letzten Zügen bei meiner Schule, ich glaube, ich hatte noch 7 oder 8 Wochen und es war für mich noch unklar, was genau ich machen will. Also mir war klar, ich will immer reiten, aber mir war auch irgendwie klar, ich will es eigentlich nicht beruflich machen. Das hat ja geklappt. Hat super funktioniert. Und dann, ja, irgendwie
ist es halt einfach so durch diese Zufälle dazu gekommen. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich bin unheimlich glücklich über diese Entscheidung, hier nach Bayern zu ziehen. Dann bist du hier runtergefahren mit dem Zug? Mit dem Zug, ja. Nach Ostermünchen, hier nach nebenan Ostermünchen, wahrscheinlich, genau. Ja. Musstest du vorreiten oder wie ging denn das dann? Und wo saß dein Herz? Total in der Hose oder warst du cool? Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich jetzt eher nicht so der nervöse Typ. Ich bin ziemlich open-minded, sage ich mal, hergekommen, weil ich wusste einfach nicht, was mich erwartet. Open-minded. Ja. Offen für alles. Offen für alles, genau, weil ich wusste einfach auch nicht, was mich erwartet und wie das abläuft, weil wir hatten dann einmal miteinander telefoniert und nur mal, ich glaube, 20 Minuten geratscht und dann Zugticket gebucht und dann war ich auf einmal hier und bin abends angekommen, hat Jessica mir einen Rundgang gegeben und dann am nächsten Tag bin ich quasi einfach geritten. Die haben mir gesagt, ja, okay, reit mal dieses Pferd. Und dann ach so, es ging direkt in Medias Res, okay. Ja, genau, und bin einfach dann, ich glaube, am ersten Tag bin ich, keine Ahnung, 5, 6 Pferde geritten. Und hat dir jemand Unterricht gegeben? Nein, also oh Gott, wie schrecklich, es standen 4 Leute am Rand, stumm und haben zugeguckt. Das ist ja nicht ganz sowas, denn noch nicht, die sind halt selber auch geritten. Und okay. Wir sind dann, wie heute quasi auch, sind wir alle zusammen einfach geritten und dann haben sie natürlich was zu mir gesagt und dann auch mal geschaut und alles. Und, aber es war jetzt nicht so, dass dann der ganze Stall an der Bande stand und zugeschaut hat, sowas natürlich nicht. Und dann bist du abgestiegen und Jessie hat gesagt, bleib da. Erst nach Tag 3. Okay. Nein, also ich war, glaube ich, 3 Tage hier und in der Zeit, wir haben uns irgendwie sofort gut verstanden. Also wir haben ja auch jetzt ein super Verhältnis miteinander. Und irgendwie hat die Chemie einfach gepasst. Und dann haben wir natürlich einmal miteinander gesprochen, Benny, Jessie und ich. Und da hat sich das dann so rauskristallisiert, dass ich nach der Schule mal hier runterziehe. Wir haben ihn schon ganz kurz vorhin im Bild gehabt. Du hast ihn von Anfang an, glaube ich, dann unter den Sattel gekriegt, Lacoste. Genau. Der ist ja nun schon richtig, richtig besonders. Und mit ihm bist du sehr, sehr gerne auf der Rennbahn. Und wir durften dabei sein heute und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, jetzt kommen wir mal für mich zum sportlichen Teil. Du entspannst dich da oben ein bisschen. Genau. Wir sind auf der Rennbahn und das ist, wenn ich das richtig weiß, dein totales Lieblingsterrain und ich glaube von Kosti auch. Ja, absolut. Der Kosti liebt es einfach draußen zu sein und auf der Rennbahn, da haben wir einfach so viel Freiheit und ich kann ihn auch einfach mal gehen lassen, wenn er will und alles und das lieben wir beide total. Und er besteht da auch wirklich drauf, der fordert das schon ein. Also ist total lustig, wir steigen in der Reithalle auf und reiten dann raus und sobald er irgendwie das Gefühl hat, dass wir in der Halle reiten, bleibt er schon vor der Halle stehen und will nicht reingehen und alles. Und der besteht da schon drauf, der fordert das ein. Ja. Und ich meine, ihr nutzt die Rennbahn ja nun nicht nur so wie jetzt, ne? So ohne Sattel entspannt. Das glaube ich auch sehr regelmäßig. Sehr regelmäßig, ja, aber ohne Sattel gehe ich dann fast lieber auch in den Wald ausreiten und ganz raus, das, um mal abzuschalten, auch für ihn. Ja. Aber die Rennbahn, die nehmen wir ganz normal zum Training her. Also wir reiten hier ganz normal drauf. Es ist nicht so, dass wir hier nur im leichten Sitz reiten. Das kommt natürlich auch gut und gerne vor. Aber wir reiten hier ganz normal wie auf dem Platz auch. Sprich, also jetzt mal auf den Punkt gebracht, du machst hier auch Serienwechsel, du reitest hier auch mal ein Stück Piaffe oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Auch. Also gerade für Wechsel ist die natürlich schön, weil du hast immer, kannst immer quasi beim Thema bleiben. Und das ist dann natürlich ganz angenehm. Du hast nicht deine 60 Meter Diagonale, sondern kannst halt weiter reiten. Jetzt testet er aber schon an, dass es hier rechts in den Stall geht, oder? Nee, nur zum Gras. Ah, ja, gut, das ist seine Taktik. Das ist definitiv immer so, auch ein Grund. Als wenn er sich jucken will und dann frisst er Gras. er täuscht das Jucken an, um dann... Ja. Er ist schon ein kleiner Schlawiner. Na ja, gut, das müssen sie ja auch sein. Ja. Sag mal, und jetzt haben wir aber so gesagt, darf er denn auch mal leichter Sitz und gib ihm? Ja, klar, also gib ihm, das ist natürlich... Wir machen es nicht kopflos natürlich, aber ich will schon, dass meine Pferde glücklich sind. Und das gehört für ihn auch einfach dazu und für meine anderen auch. Und schlussendlich ist das für die Pferde auch einfach was Tolles, dass sie sich mal frei bocken können. Also ich freue mich total, wenn ich hier im leichten Sitz losreite und die mal losspringen in die Luft, weil die freuen sich und dann freue ich mich auch. Und das ist schon was Schönes. Aber natürlich lassen wir die jetzt hier nicht kopflos einfach abgehen. Bist du denn schon mal von ihm runtergeschossen? Nein. Noch nie? Noch nie, nein. Ich könnte jetzt einmal wirklich laut in die Hände klatschen. Würde nichts machen. Ach so, na gut, wir testen es mal lieber nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu den ganz seriösen Themen. Ich meine, Lacoste ist ja nun wirklich dein Topstar total. Jawohl. Und ich glaube, wenn ich sage, 2019 war dein Top-Jahr schon bisher und ist ja noch nicht zu Ende, stimmt, oder? Ich glaube schon, ja. Also ich weiß selber gar nicht, was wir so großartig anders machen, aber dieses Jahr läuft es einfach ganz schön gut. Es fing ja schon im März an, in Ornago haben wir das erste Mal unseren U25 CDI-Debüt gehabt.
und haben gleich ein Hattrick-Wochenende gehabt und haben alle drei Prüfungen gewonnen. Und dann wurden wir in den Pierre-Förder-Preis nachberufen und haben es dann auf die Europameisterschaft geschafft und dann natürlich noch mit dem Team Europameister werden. Das ist dann natürlich schon was ganz Besonderes. Jetzt haben wir uns erst letztes Wochenende für das Finale des Pierre-Förder-Preises in Stuttgart qualifiziert. Also ich bin unheimlich dankbar dafür, dass es so gut läuft und auch ihm gegenüber so dankbar, weil das ist einfach nicht selbstverständlich. Und das nee. Muss man auch immer im Hinterkopf haben. Na, ihr haben. Seid ja auch mit einem Speed. Du warst ja Anfang des Jahres noch nicht mal im Kader. Genau, ja. Du bist ja praktisch zur Euro berufen worden und gleichzeitig in den Kader gekommen. Sprich, die haben gemerkt, oh, der ist gut, so kurz vor knapp und zack, mit ins Euro-Team. Ist das manchmal auch zu schnell gegangen? Hast du teilweise gedacht, oh Gott, ey, was passiert hier gerade alles? Ja, es ging natürlich dann doch schon ziemlich Schlag auf Schlag. Es muss auch erst noch so ankommen bei mir. So ganz realisiert habe ich das noch gar nicht, das, was dieses Jahr alles passiert ist. Nee, das kann ich mir vorstellen. Weil wir sind da irgendwie so reingerutscht. Und das, ja, ich kann dir gar nicht genau beschreiben. Aber das, ja, wie gesagt, wir sind da so reingerutscht. Und dann waren wir auf der ersten Sichtung in Mannheim. Beim Pierre-Förder-Preis waren wir gleich Vierter. Und durften dann zur zweiten Sichtung. Und da sind wir dann im U25-Grand Prix Dritter geworden. Dass wir es dann natürlich ins Team geschafft haben und mit der Berufung Hammer. Ins Team auch gleichzeitig in den Bundeskader 25, das ist natürlich schon ein kleiner Traum, der wahr wird. Also das alles Was? Andere wäre gelogen. Aber das geht ja alles nur, dieser Traum, wenn ihr zwei auch wirklich wie Topf und Deckel zusammenpasst. Ihr kennt euch ja nun wirklich auch schon eine ganze Zeit lang. Mhm. Aber was würdest du sagen, was ist denn dieses Jahr, meistens hat man so einen Klickmoment, oder was ist dieses Jahr so besonders gut geworden? Also wie du sagst, diese Klickmomente, das finde ich an dem Reitsport unheimlich schön. Die hören nie auf. Die gibt es immer wieder. Auch wenn du einen Klickmoment hattest und zwei Wochen hast du den nächsten und das ist dann doch nochmal was anderes. Und man lernt nie aus, weil jedes Pferd ist auch anders und alles entwickelt sich auch immer. Also alles ist ein Prozess und es geht immer weiter. Deswegen hören die nie auf. Deswegen kann ich dir gar nicht genau sagen, das war jetzt dieser Moment, weil wir hatten viele von diesen Momenten. Und was mal, okay, dann frage ich anders. Mhm. Was macht ihn für dich so speziell, so gut im Viereck? Der Lacoste und ich, wir sind wie ein altes Ehepaar, sag ich mal. Auch wenn wir uns jetzt noch gar nicht so lange kennen. Also ich reite ihn jetzt seit 3 Jahren, ich habe ihn übernommen. Da sprang er gerade ein Wechsel und ging in eine Traversale. Und jetzt haben wir natürlich zusammen den Weg in den Grand Prix gelernt, dank Benny und Jesse, die uns das beide, sag ich mal, beigebracht haben. Und jetzt habe ich mich verredet. Was war die Frage nochmal? Was ihn so gut macht. Also dass ihr seid da zusammen reingewachsen. Das ist genau, natürlich was sehr Spezielles. Der Kosti ist ein Kämpfer. Der ist ein unheimlicher Kämpfer. Und er merkt, wenn es um was geht. Und dann ist er wirklich auf meiner Seite und kämpft für mich. Aber dieses auf meiner Seite sein oder dass wir beide zusammen an einem Strang ziehen, das war gar nicht so leicht am Anfang. Das habt ihr euch erarbeitet, gell? Wir haben lange gebraucht, bis wir so miteinander gefunden haben. Und der Anfang, der war schwer und zäh, aber ich glaube, genau deswegen sind wir jetzt auch so dankbar und demütig dem gegenüber, was wir jetzt demütig, haben. Demütig? Was für ein Wort für einen 20-Jährigen. Das sagen mehr Leute in meinem Alter. Ja, und der Kosti, das ist so einer, man muss eigentlich immer nur schauen, dass er glücklich ist. Weil wenn er glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Und wenn wir glücklich sind, dann funktioniert es. Also jetzt ganz ehrlich, das klingt ja so ein bisschen abgefahren. Ne? Wenn er glücklich ist, bin ich auch glücklich und dann funktioniert es. Aber auch. Das ist definitiv so ein bisschen deine Philosophie, die immer wieder rauskommt. Ne? Ja, es darf nie verkrampft sein. Und ich will Spaß dabei haben. Das ist meine Hauptsache. Und wenn meine Pferde Spaß haben, habe ich auch Spaß. Ne? Ja. Und dann ist für mich die Welt in Ordnung. Also ich würde mal sagen, er hat Spaß an dieser Rennbahn, er hat auch Spaß am Bummeln und jetzt darf er aber wieder im Stall. Ja, okay? Jetzt gibt's Futter. Danke euch ihr zwei. Ja, bis gerne. Gleich. Bis gleich. Also eins haben wir mal definitiv anders. Eins habe ich mal definitiv in der Retrospektive übrigens festgestellt, das nächste Mal sitze ich komplett entspannt da oben und lass dich laufen. Ja, oder wir gehen zusammen ausreiten, das geht auch. Genau. Was auch sehr auffällig ist übrigens, du bist ja eigentlich in Hesse, ne? Jawohl, ja. Und bist jetzt seit 3 Jahren und 11 Tagen, wie wir jetzt gerade nachgerechnet haben, genau ja. Hier. Du hast ja diese Sprache schon unheimlich angenommen. Naja. Ist das bewusst?
Ich würde nicht gerade sagen, dass ich das Bayerische angenommen habe, aber natürlich, es färbt ein bisschen ab, aber also ich kann kein Bayerisch reden, nein. Aber also ich konnte auch davor kein Hessisch. Ich glaube, das sagt kein Mensch in Hessen, oder? Zum Beispiel. Okay, dem stimme ich zu. Die bayerische Mentalität, hast du die auch angenommen? Was genau meinst du damit mit der bayerischen Mentalität? Das wäre die nächste Frage an dich gewesen, wie sind die Bayern denn? Also ich muss sagen, ich bin unheimlich gerne in Bayern. Ich habe das Gefühl, hier sind alle so ein bisschen fröhlicher und glücklicher einfach und man ist hier unheimlich nett zueinander und das freut mich einfach und ich bin einfach gerne hier. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich fühle mich einfach wohl in Bayern. Ich muss dich ja nicht dafür entschuldigen, das ist ja total okay. Wir haben ja eben schon mal kurz angedeutet gehabt, klar, du warst dieses Jahr auf der Euro. Das war ein kurzer Anschnitt nur, da würde ich gerne schon noch einmal nachhaken. Da oben auf dem Podest, Schärpe um. Du hast vorhin gesagt, du bist kein aufgeregter Typ, aber es muss mal einen Moment auf dieser Euro gegeben haben, als dein Herzchen echt geklopft hat. Gab es den Moment und wenn ja, welcher war es? Ja, da gab es mehrere. Also das war ja meine erste Europameisterschaft und das ist schon nochmal eine andere Erfahrung, sag ich mal. Also ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt und für mich war alles so ein bisschen neu, weil das auch einfach alles anders, sag ich mal. Weil du hast ein Team, das ist schon mal neu, du hast einen Chef der Equipe, du hast deinen Trainer immer dabei, du hast einen Tierarzt dabei. Und natürlich war ich vor der ersten Runde dann schon, ich will nicht sagen nervös, aber angespannt. Weil das ist dann, wenn du auf eine Europameisterschaft einreitest und du willst ja mit deinem Team zusammen dein Bestes geben, das ist dann schon nochmal ein bisschen ein anderer Nervenkitzel. Aber ich habe das dann, glaube ich, darf ich sagen, doch ganz gut geschafft, dann entspannt zu bleiben vor dem Ritt. Aber der schönste Moment war eigentlich nach meinem ersten Ritt, so direkt danach, weil da ist mir so ein großer Stein vom Herzen gefallen und es war so richtig so, oh, geschafft. Aber so, also es war einfach unbeschreiblich schön, ja. Habt ihr denn auch so eine richtige Party gemacht? Oh ja. Okay. Nicht weiter nachhaken. Nein, doch, es war eine schöne Feier. Also wir haben dann natürlich direkt im Stall angestoßen. Das war natürlich keine richtige Feier, aber es war auch was Schönes. Und abends waren wir essen und dass man dann einmal so alles so ein bisschen sacken lässt und auch einfach mal kurz den Moment genießt. Natürlich geht es dann weiter im Einzel und in der Kür und alles. Aber wir hatten jetzt hier in Aumhausen erst vor 2 Wochen eine EM-Feier und haben gleich die tollen Medaillen von der Jessica mitgefeiert. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Feier, die der Klaus Werndl da auf die Beine gestellt hat. Also ich sehe schon, die nächste Euro muss kommen und wenn es nur für die Feier ist, ne? Ich hoffe. Du machst das ja ganz geschickt. Du hast ja auch den Nachwuchs und das ganz Besondere an diesem Nachwuchs ist es dein eigener. Das ist ja schon auch noch mal ein bisschen anders wahrscheinlich. Dieser Nachwuchs, den nennst, heißt richtig Intuition. Genau, ja. Und du nennst ein Baby passenderweise, was ich sehr schön finde. Er ist auch noch ein Baby. Er ist noch ein Baby. Er ist 6, aber er ist speziell. Und mit ihm warst du heute auf deinem totalen Lieblings. Also die Rennbahn ist, glaube ich, Liebling Nummer 1 oder 2, weiß ich nicht. Und wir waren im Reitpark, das ist der andere Liebling. Da nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen gedanklich, bildlich mit. Da seid ihr 2. Erzähl uns mal ein bisschen was über dein Baby, denn die Geschichte, wie du an ihn gekommen bist, die ist nun schon auch echt witzig. Ja, also ich nenne ihn liebevoll das Baby, weil ich mit 2,5 Jahren zu ihm kam, sage ich mal, oder er zu mir, sagen wir mal so. Also er war 2,5. Er war 2,5, genau, nicht ich. Und das war so, ich war durch Freunde war ich in England auf der Suche nach Pferden und war in einem Stall und habe mir da eigentlich ein ganz anderes Pferd angeschaut. Und das klingt jetzt total kitschig, aber es war leider wirklich so. Und dann stand im Sonnenuntergang stand ein Pferd auf der Koppel. Und man hat das Pferd gar nicht so gesehen, sondern nur die Silhouette. Und das war irgendwie so bildschön, der Schatten. Und dann habe ich die Leute da gefragt, ja, was ist das denn für einer? Kann ich mir den auch mal anschauen? Und dann meinten die, nee, der ist erst so jung, der ist erst 2, das können wir nicht machen und alles. Und dann habe ich die, aber also ich war 2 Tage da, habe ich die ein bisschen genervt, bis sie ihn mir vorlongiert haben. Und da ist mir gleich das Herz in die Hose gerutscht. Und ich wusste sofort, okay, dieses Pferd, das passt. Und ich habe den sofort mitgenommen, sage ich mal. Du hast recht, es klingt wirklich kitschig. Ja. Du hast den Schatten vor der Sonne gekauft, aber ganz offensichtlich passt es ja. Ja, sie haben ihn mir dann ja vorlongiert und da war ich so baff. Und ich bin nach wie vor so glücklich mit ihm und happy und bin sehr froh, so ein tolles Pferd auch an meiner Seite zu haben.
Sag uns ganz kurz, oh, das ist ein ganz besonderer Platz, wo ihr jetzt steht. Was ist das? Ja, das ist der Platz, da machen wir im Sommer, wenn das Wetter schön ist, Yoga und Sport. Natürlich ohne die Pferde. Nicht, wollte ich gerade sagen, ohne die Pferde natürlich. Auf dem Pferd, ja. Genau. Nee, dann liegen wir alle im Gras unter den Bäumen und sporteln dann darum. Und nennt es dann Yoga. Das und ich wir gut. nennen das Yoga, genau. Und das war der Reitpark, da drehst du bei gutem Wetter immer deine Runden. Genau, am liebsten vor und nach dem Training. Ah, okay. Das ist natürlich sehr schön. Da ist auch eine Schwemme, durch die gehst du dann auch manchmal. Wenn es funktioniert, dann ja. Na, Schmal, also ja, wir haben da auch eine Schwemme und die benutzen wir auch hin und wieder. Natürlich mögen das einige Pferde nicht und andere mehr, aber das Baby zum Beispiel, der ist jetzt eigentlich eine totale Wasserratte und wenn man mit dem einmal im Wasser ist, dann planscht er da rum und man selber sieht dann immer total schmutzig aus, aber er hatte Spaß. Er hatte seinen Spaß. Er hatte Spaß, genau, ja. Dein Baby, 6 Jahre ist er. Du hast ihn noch gar nicht oft vorgestellt, aber wenn, hat es geknallt. Erzähl ganz kurz, was hast du bisher mit ihm gemacht? Ja, also ich habe mir, was ihn angeht, vorgenommen, ihn in aller Ruhe auszubilden und ich wollte ihn in Ruhe Kind sein lassen, sage ich mal. Also ich habe hab ihn anreiten lassen, das habe ich lieber nicht selber gemacht und habe ihn danach nochmal auf die Weide gestellt und habe erst Ende 4-jährig angefangen, den wirklich zu reiten, sage ich mal. Jetzt muss ich bestutze. Du hast ihn anreiten lassen? Ja. Weil wir kennen dich als O-Ton Jesse, der hat vor nichts Angst. Angst würde ich auch nicht sagen, aber ich weiß, dass es beim Anreiten um unheimlich viele wichtige Sachen geht, von denen ich keine Ahnung habe, sage ich einfach mal. Also, und das ist was unheimlich Wichtiges, weil da die Basic gelegt wird und das Vertrauen gelegt wird. Und das wollte ich dann lieber doch nicht selber machen, sondern lieber jemanden machen lassen, der weiß, wie das geht. War wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl, oder? Sein Baby wegzugeben? Lustigerweise noch gar nicht, weil das waren genau die Leute, wo ich den auch gekauft habe und, und die haben das dann quasi für mich noch gemacht oder die haben das super gemacht und der hat ein unheimliches Urvertrauen und ich bin nach wie vor sehr happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das lieber nicht selber zu machen. 5-jährig seid ihr ein Turnier gegangen? Genau, ja, also ich habe Ende 4-jährig habe ich angefangen, ihn zu reiten und 5-jährig habe ich ihn dann einmal mitgenommen hier auf ein Turnier in der Gegend und das hat er direkt gewonnen und war super entspannt und super locker und ganz unkompliziert und darauf habe ich geachtet oder das war mir wichtig, sage ich mal. Mir wäre das ganz egal gewesen, auch wenn wir jetzt nicht gewonnen hätten, das war dann natürlich schön, aber mir ging es darum, dass er entspannt ist und dass er das Gutem verknüpft. Und dann habe ich für mich entschieden, ja okay, jetzt nehme ich ihn nicht nochmal mit 5-jährig, weil warum? Ich hatte alles erreicht mit ihm, was ich erreichen wollte, sage ich mal. Und genau die gleiche Taktik bin ich dann 6-jährig auch gefahren. Da sind wir dann schon eine Dressur Pferde L gegangen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, der hat einen wunderschönen fliegenden Wechsel gemacht. Auch wenn er ihn nicht hätte machen sollen. Aber Streberle, hm? Ja. Und sind dann da noch Dritter geworden. Aber er war auch da an diesem Turnier unheimlich unkompliziert, ist überall hingegangen, hat mir vertraut, hat sich toll reiten lassen. Und deswegen habe ich dann auch dieses Jahr wieder aufs Neue entschieden, ja okay, dann war es das jetzt erstmal wieder mit Turnier. Und ich schaue einfach, was im nächsten Jahr ist. Das ist natürlich schon, also du hast hier tolle Pferde zu reiten, haben wir glaube ich schon gesehen, du hast 2 Pferde im Kader, du hast deinen 6-Jährigen, das ist ja alles schon eine totale Luxusnummer, wenn wir es mal so sehen und manchmal musst du dich wahrscheinlich abends kneifen, läuft hier gerade alles, ne? Ja, es ist schon immer so ein bisschen unreal, auf jeden Fall, also im Alltag wirkt das immer so selbstverständlich oder auch wenn ich jetzt darüber so rede, das wirkt so selbstverständlich, aber es ist alles andere als selbstverständlich und auch, dass Benjamin und Jessica mich so unter ihre Fittiche genommen haben und mich so hochziehen, sage ich mal, und mir das alles beibringen und mir diese Möglichkeit überhaupt geben, so tolle Pferde zu reiten, das ist was ganz Besonderes und für mich alles andere als selbstverständlich. Hast ja aber ein bisschen was dazu getan. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen. Ganz zurück. Nee, noch nicht ganz, aber fast ganz. Du hast ja mit einem Pferd angefangen, das hast du 3,5-jährig bekommen, du selber warst 9. Ich genau. darf mal formulieren, eher kleiner, eher runder und blond. Und wir haben auch ein Foto davon. Da ist er. Ja gut, das ist der Aki, das war mein erstes eigenes Pony. Auf dem Bild ist er jetzt gerade 6 und ich bin 12 und wir sind eine M-Dressur geritten. Und, ihr seid regelnormale M-Dressur gegen Großpferde. Gegen Großpferde. Und habt euch da aber auch sowas von behauptet. Wir haben die eine oder andere Schleife gesammelt, ja. Unfassbar eigentlich. Aber wie um Gottes Willen kommt denn ein 9-jähriger Junge darauf, einen 3,5-jährigen Haflinger, bis dann, wir können es ja ruhig vorwegnehmen, bis zur S-Dressur auszubilden? Das ist schon ein bisschen irre eigentlich, die Geschichte. Ja, absolut, absolut. Und
Hätten wir es besser gewusst, hätten wir es wahrscheinlich anders gemacht. Aber ich bin ja die erste Generation in unserer Familie, die reitet. Und meine Eltern stehen voll und ganz hinter mir von Anfang an. Aber die hatten ja selber keine Ahnung. Und wir haben ihn ehrlich gesagt gekauft, weil wir waren bei einem Bauern, sag ich mal, der ganz viele Pferde hatte. Und dann waren wir da auf der Koppel und sind durch eine Herde durchgelaufen. Und der sah so süß aus. Nee, ne? Der ist uns hinterhergelaufen. Ach so. Der ist uns einfach hinterhergelaufen. Und dann dachten wir, ach ja, was denn mit dem? Und dann einmal Sattel drauf, Trense drauf, Kind draufgesetzt, einmal auf dem Asphalt hoch und runter geführt, ist brav, ja, super nehmbar. Unfassbar, die Geschichte. Wie bist du denn dann dahin gekommen? Also ich meine, ein Haflinger bis zur S-Ausbildung, das ist jetzt nicht alltäglich und schon gar nicht, wenn man selber noch Knirps ist. Mhm. Hattest du einen besonders guten Trainer, der dir gesagt hat, hör mal, du hast da was im Hintern, das könnte funktionieren? Also ich hatte das Glück, einen sehr guten Anfang zu haben, sage ich mal. Also meine Eltern haben mir am Anfang, als ich 5 Jahre alt war, also als ich wirklich angefangen habe zu reiten, ich sag mal Privatunterricht ermöglicht. Und ich bin 1 Jahr lang nur an der Longe geritten. Und ich wurde über 1 Jahr lang nur longiert und musste quasi Sitzlonge machen. Und nach 1 Jahr erst durfte ich erstmal die Zügel in die Hand nehmen. Jetzt muss man natürlich kurz fragen, du hast es 1 Jahr als 5-Jähriger durchgehalten, die Motivation aufrechtzuerhalten, obwohl du immer nur im Kreis warst. Immer nur im Kreis, ja. Okay. Aber es war lustig. Also du hast Durchhaltevermögen. Ich musste auch Bälle fangen und sowas, war dann doch lustig. Okay. Ja, und das, glaube ich, hat mir unheimlich viel geholfen. Und dann natürlich bin ich danach auf vielen verschiedenen Reitbeteiligungen geritten, halt was sich so ergeben hat. Und dann war ich natürlich super happy, dass meine Eltern mir das erste eigene Pony ermöglichten, den Haflinger. Und ich war überstolz, ein eigenes Pony zu haben. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Also es waren noch andere bei uns im Stall auch, und die, also Kinder in meinem Alter, sage ich mal. Und wir haben uns dann alle gegenseitig so ein bisschen gepusht, sage ich mal. Also der eine ist eine E-Dressur geritten und dann wollte die andere auch eine E-Dressur reiten und dann wollte ich auch eine E-Dressur reiten und so ging das dann weiter, ja. Du bist aber nicht nur Dressur mit ihm geredet, wir haben Beweisfotos. Ja. Das ist allerdings auch sehr niedlich. Da ja. Bist du ja, mein Gott, wie alt bist du da denn? Ich glaube, da noch Lütter aus. 10 oder 11 müsste ich da sein. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da sind wir eine Eignung geritten. Das ist dann ein Dressurpart und ein Springpart und ich meine, das war der Springpart, aber ich bin mir jetzt im Nachhinein nicht mehr 100% sicher. Also wenn wir so gucken, hätte man sich fast auch vorstellen können, oder? So ja, also das ist, glaube ich, ein E-Sprung gewesen. Ja, also stilistisch gut. Meine Eltern oder meine Mama war natürlich wichtig, dass ich beides lerne. Also auch so ein bisschen springen, weil das gehört auch einfach dazu, sage ich mal. Und ich bin mit ihm am Turnier sogar bis A gesprungen. Mhm. Und zu Hause haben wir natürlich auch mal einen L-Sprung gemacht. Aber irgendwo war dann natürlich auch Schluss, einfach weil es nicht ging. Und ich habe aber schon von Anfang an gewusst, okay, irgendwie schlägt mein Herz für die Dressur. Und es gab nicht mal so einen ausschlaggebenden Punkt, wo ich wusste, hey, okay, jetzt will ich Dressur reiten, sondern das hat sich so entwickelt. Und irgendwie ging es dann beim Springen nicht mehr weiter. Und bei der Dressur ging es aber weiter. Und dann ist das Springen natürlich nach und nach hinten runtergefallen und die Dressur immer mehr in den Vordergrund gerückt. Auch dafür haben wir ein Beweisbild. Du warst zarte 13. 13 Jahre war ich alt, ja. Da hast du was das erste Mal gemacht? Das ist schon abgefahren. Da bin ich mit dem Aki, mit dem Haflinger, meinen ersten St. Georg geritten. Und er war 7 und ich war 13. Das ist schon echt was Besonderes. Das war sehr lustig, ja, weil ich wollte unbedingt im Frack reiten, weil das war so ein Kindheitstraum. Ach, das war die Motivation. Das war die Motivation, der Frack, genau. Ich wollte unbedingt im Frack reiten, das war so ein Kindheitstraum von mir. Und natürlich hätte man das auch im Sakko reiten können, aber ich wollte unbedingt einen Frack haben. Und dann die Suche danach war sehr schwer, weil mir war alles viel zu groß. Ja, na klar. Viel zu groß. Und ich sah ehrlich gesagt aus wie ein Pinguin dann, weil die Schöße gingen fast bis auf den Boden. Aber es war total lustig und ich war dann überstolz, als ich im Frack reiten durfte. Das ist schon eine sehr schöne Geschichte. Und den Aki, den gibt es natürlich auch heute noch. Und der ist immer noch in eurer Familie. Was macht er? Genau, den Aki gibt es noch. Der ist immer noch im Familienbesitz. Und zwar meine kleine Schwester, die Felisa, die reitet ihn jetzt gerade. Und er ist quasi ihr Lehrmeister. Richtung Dressur oder sagt die sich jetzt, nee, ich drehe den Spieß um und reite springen mit dem? Ich glaube, das ist eine Frage, die nur sie beantworten kann. Okay, also da warten wir mal ab, was draus kommt. Da warten wir mal ab. Wir haben übrigens noch ein süßes Bild rausgegraben. Ach Gott. Ja, doch, ja. Also fast wie heute, würde ich sagen. Das war bei deinem allerersten Turnierstart. Da warst du wie alt? Da müsste ich 5 gewesen sein. Das war eine 4-Zügel-Klasse auf meinem damaligen Pony Spirit. Also es war nicht meins, es war eine Reitbeteiligung. Mhm. Es war so ein Welsch C, so ein Schecke.
Meine Mama ist mit nebenher gelaufen. Das, also die haben schon viel mitgemacht, deine Eltern. Die mussten viel mitmachen mit mir, ja. Du warst aber mit 5 noch gar nicht überzeugt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Du hast gesagt, zwischen 5 und 9, 10 hast du eigentlich so ziemlich alles mal an Sport ausprobiert. Sag mal ganz kurz, was hast du so alles probiert? Also das ging nicht ganz von mir alleine aus, sondern meine Eltern standen auch dahinter und haben gesagt, okay, du liebst es zwar zu reiten, aber mach doch lieber doch noch mal, probier mal ein bisschen was aus, einfach, dass du, dass du sagen kannst. Ah, die wollten doch keinen Huffy kaufen. Ja, und sie haben dann schon gesagt, probier es mal aus. Ich meine, wenn es dir nicht gefällt, kannst du es immer noch sein lassen. Und genau das habe ich dann auch getan. Also ich habe fast jede Sportart mal ausprobiert, die man sich fast denken kann. Also ich habe geschwommen, ich war golfen, ich habe Tennis gespielt, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Basketball gespielt, ich habe Judo gekämpft, Taekwondo und noch viele Sachen mehr und habe alles dann natürlich nur so 2 bis 4 Wochen gemacht und habe dann relativ schnell immer für mich beschlossen, okay, das macht zwar Spaß, aber das Reiten ist dann doch nochmal eine Spur schöner. Aber du bist ja, oder ihr insgesamt hier in Aubenhausen, seid ja sportlich so ein bisschen ganzheitlich orientiert, würde ich mal sagen. Mhm. Was macht ihr außer Reiten? Ja, also wir wollen natürlich genauso fit sein wie unsere Pferde, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir Top-Sportler im Stall stehen haben und wir selber sind nicht in Form, die auch gut vorzustellen. Mhm. Und deswegen haben wir Ausgleichssport und machen auch noch Yoga im Team dazu. Da kommt, glaube ich, einmal in der Woche ein Personal Trainer für den Ausgleichssport. Genau, der Marcel, und wenn genau. Der kommt, ist das dann so, oh, da muss ich auch noch hin, oder sagst du Juhu heute? Ja, schlussendlich ist das... Aber jetzt ehrlich, ne? Ja, ich bin ehrlich, das habe ich mir vorgenommen. Ach so. Das kostet dann natürlich schon Überwindung, sage ich mal. Mhm. Wenn man den ganzen Tag Sport macht, dann nochmal Sport zu machen. Aber das gehört einfach dazu. Und das ist einfach der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und da will ich alles für tun, was ich kann. Und das ist für mich einfach, das gehört ganz normal dazu. Und natürlich denke ich mir auch manchmal, oh, ich würde jetzt auch lieber mal kurz ein Päuschen machen, aber wenn Sporttime ist, dann ist auch Sporttime. Und Yoga, wie oft macht ihr das? Auch einmal die Woche. Und da ist Jessie dann die, ich hätte fast gesagt, Vorturnerin, die sagt, wie es geht und der, nein? Nee, die Michaela Werndl, die Mama von der Jessie. Okay. Genau, und dann machen wir aber im Yoga-Team, im Team Yoga zusammen. Okay, und ist das, merkst du das denn am nächsten Tag zum Beispiel? Ah, okay, gestern haben wir ganz viel da gedehnt, heute bin ich total locker, oder nimmst du es mit aufs Pferd? Ja, also das ist natürlich schon eine unheimliche Unterstützung, dass man sich selber locker und auch gedehnt hält. Also ich dehne mich auch 3-mal täglich vorm Reiten immer und auch abends danach nochmal. Und das merkt man dann natürlich schon auf dem Pferd, dass man schön gestreckt sitzen kann und dass man selber nicht eingeschränkt ist. Ja, das merkt man schon. Also das mit dem Dehnen, ne? Das haben wir ja nicht so geglaubt. Mhm. Deswegen haben wir mal welche gefragt, die das noch viel besser wissen. Hi, ich bin die Fabi und ich bin Pflegerin vom Raffi. Hi, ich bin die Anna und wir erzählen euch jetzt ein bisschen was über den Raffi. Ja, also der Raffi ist so in der Arbeit am Tag sehr unkompliziert. Er packt auch sehr gerne selber mit an und schmeißt die Pferde auch mit auf die Koppel, fegt mal, füttert und ja, sehr unkompliziert. Hat so ein paar witzige Eigenarten, muss ich sagen. Ja. So denen in jeder Lebenslage, egal ob auf dem Berg vor dem Skifahren oder morgens in der Stallgasse. Ja, auf dem Turnier, von den Stühlen, überall. Überall. Überall dehnt er sich. Außer wenn wir feiern waren und er am nächsten Tag immer frei hat, dann lässt er es auch gerne mal schleifen. Dann läuft er nämlich hier auch mit der Schlafanzughose über den Tisch hoch. Ja, aber... Aber sonst ist der Raffi immer sehr gut gekleidet und ja, ordentlich. Ja, das muss man sagen. Und man kann mit ihm jeden Spaß machen, wirklich. Also es gibt nichts, was er nicht mitmachen würde. Also, Er ist für sich nichts zu schade. So. Hey, das ist aber fies, das habt ihr mir gar nicht erzählt. Nee, das haben wir nicht erzählt. Und das mit dem Dehnen hätte ich jetzt übrigens gerne. Schieb doch mal den Stuhl ein Stück zurück, stell dich mal hin. Jetzt der Test, der ultimative Handflächen auf dem Boden. Ja, ja, Können wir das Risiko eingehen? Ja, oder? Natürlich, das geht ganz leicht. Also das ist nicht gelogen, dass ich das mache. Ist nicht nur ein Spruch, kannst du dich widersetzen, ist okay. Dankeschön. Oh, genug Sport gemacht für heute. Jetzt reicht es total. Ja. Und weil wir wollten natürlich jetzt nicht nur wissen, ob du dich auch schön dehnst. Wir wollten schon auch ein bisschen wissen, ob du dich auf dem Pferd und hier so, wie das funktioniert. Habt ihr jetzt noch jemanden gefragt? Haben wir noch mal gefragt, oh, genau. Hallo, ich bin Jessica. Und für mich zeichnet den Raffi aus, dass er mental unheimlich stark ist, dass er ein extrem guter Reiter ist und dass er sich vor allen Dingen als Persönlichkeit die letzten Jahre sehr, sehr gut weiterentwickelt hat. Hallo, ich bin Benny und
Es ist toll, mit dem Raffi jetzt schon seit einigen Jahren hier in Aubenhausen zusammenzuarbeiten. Es ist eine krasse Entwicklung, die er hingelegt hat. Er ist als kleines 17-jähriges Wunderkind in unseren Augen zu uns gekommen. Und wir waren uns auch nicht ganz sicher, ist das Show oder ist das echt? Und es ist wirklich echt. Also dieser Junge hat wahnsinnig viel Talent, ist extrem ehrlich, ehrgeizig, wissbegierig. Und es macht große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Bereichert unser Team hier, ergänzt uns und ist auch teamfähig mit den anderen Mitarbeitern. Also wir sind stolz, ihn hier zu haben. Und was ich besonders am Raffi schätze, ist, dass er sich auch so toll immer mal wieder um meinen Sohn kümmert. Und wenn man die beiden beim Spielen beobachtet, dann kommt es einem so vor, als wären sie beide gleich alt. Dann werde ich ja gleich ganz rot. Ich wollte es gerade sagen, Raffi, jetzt ist der Moment, um richtig, richtig rot zu werden. Ist, glaube ich, schon passiert. Ist passiert, steht dir aber gut, brauchst dir keine Sorgen machen. Raffi, ich glaube, wir haben eine Menge über dich erfahren, von 4 verschiedenen Leuten auch noch. Wir können nur noch eins sagen, danke. Das war hier ein verdammt cooler Tag. Freut mich, mir hat es auch echt Spaß gemacht. Ich fand es schön, dass ihr da wart. Also, ich glaube, wir kommen bestimmt auch noch mal wieder, jederzeit wenn gerne. Du nicht mehr so alt bist wie Moritz beim Spielen. Aber ich weiß nicht, ob das in naher Zukunft passiert. Nee, das hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Bleib genau so. Wir sagen echt danke. Wir werden dich natürlich weiter beobachten. Das nächste ganz große Highlight ist das PIA-Förderpreisfinale in Stuttgart. Genau, ja, das ist Anfang November. Genau. Ich würde sagen, wir drücken die Daumen. Wir sagen an dieser Stelle tschüss. Wir sagen tschüss aus Aubenhausen. Das nächste Mal sind wir zu Gast bei. Das ist am 31. September, am Dienstag um 20.30 Uhr. Und da ist mein Kollege Henna Hülschen bei Alexa Steiß. Viel Spaß dabei.